Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring Tipps. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen, denn viele meiner Zuschauer haben noch nicht abonniert und das ist völlig kostenfrei und ihr könnt euch jederzeit umentscheiden. Heute soll es ums Ausweichen gehen oder Dodgen, wie der Souls-Veteran sagen würde. Ja, der Typ da unten in der Ecke, das bin ich, also nicht wundern. Ich habe hier Material aus dem Stream genommen, um euch das zu zeigen. Es wird ein bisschen technisch, vielleicht drückt ihr kurz auf Pause, holt euch einen Kaffee und wir sehen uns gleich wieder. Ja, wie gesagt, es geht ums Ausweichen und hier haben wir schon mal eine schöne Zeitlupe, wie man quasi perfekt dodgt und es sieht so aus, als wenn der Charakter über die Waffe springt, aber seien wir mal ehrlich, das ist immer noch ein Computerspiel und das funktioniert hier nicht auf den Pixel genau. Ja, im Endeffekt ist es so, solange ihr euch in der Animation befindet, der Rolle, seid ihr unverwundbar, da kann die Axt auch mitten durch euch gehen. Ja, man sieht das hier nochmal. Ich roll zwar jetzt für den ersten Ansatz zu früh, da hat er mich ein bisschen getrollt, weil er die Attacke verzögert, aber die zweite Rolle, ich bin wieder in der Animation, ich kriege keinen Schaden. Hier vielleicht nochmal ein besseres Beispiel. Ich roll jetzt wieder auf ihn zu, sieht natürlich wieder so aus, als wenn ich über die Axt springe. Aber genauso solltet ihr es machen. Versucht, die Ausdauer dafür zu verwenden, eine Attacke auszuweichen, damit ihr damit irgendwie euch einen Zeitslot erarbeitet, in dem ihr Damage machen könnt. So, hier hat mich jetzt die Welle erwischt, weil die Rolle schlecht getimed war, aber die nächste ist gut getimed und ihr seht ja, ich stehe voll da drin und bekomme einfach keinen Schaden. Das meine ich mit Animation. Ihr müsst natürlich gucken, dass euch die Ausdauer nicht ausgeht, ne? Das ist immer so ein bisschen tricky, aber letztlich ist das die beste Möglichkeit, einem Boss Schaden zu verpassen. Hier nochmal ein gutes Beispiel, ich rolle volles Fund in die Attacke rein und bekomme keinen Schaden, weil ich in der Animation bin. Und das ist natürlich gerade bei Godrick eine wunderbare Attacke, weil man danach sehr viel Zeit zum Zuschlagen hat. Also mindestens einen Hit mit einer schweren Waffe. Ja, jetzt erwischt er mich kalt, aber auch da wegrollen, weitermachen. Ja, jetzt ist das Ganze natürlich sehr einfach erklärt und sehr schnell hier in ein Video gepackt, aber die Realität sieht wie immer ein bisschen anders aus. Es kommt wirklich aufs Timing an. Ich würde euch für den Anfang empfehlen, das an genau solchen Bossen zu üben oder an Margit, der ist auch sehr gut dafür. Was man noch wissen sollte, es gibt drei verschiedene Rollen, die sind abhängig von eurem Ausrüstungsgewicht. Ja, es gibt die schnelle Rolle, die mittlere Rolle und die langsame Rolle. Umso mehr ihr beladen seid, desto langsamer rollt ihr. Ich würde euch für den Anfang empfehlen, zu versuchen, bei einer Rolle zu bleiben. Das macht es auf jeden Fall einfacher beim Üben. Manchmal zwingt euch das Environment sogar zu dodgen. Ja? Ihr könnt der Attacke nicht anders ausweichen. Hier mal am Beispiel des Drachen-Odems. Ich will euch nur nicht noch einen Boss spoilern. Hier hätte auch geholfen, weiter wegzugehen. Aber nur damit ihr es mal gesehen habt. Ich roll jetzt hier durch und krieg deshalb keinen Schaden. Es gibt Bosse, das kann ich euch versprechen, da könnt ihr nicht anders ausweichen. Da müsst ihr die Rolle benutzen und die muss gut getimed sein. Deshalb bleibt dran, wir sind ja leidensfähig, sonst würden wir es nicht spielen. Übt das, das hilft euch übrigens in jedem Souls-Spiel weiter, das funktioniert in allen gleich. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen, in dem Fall üben. Und vielleicht schaut ihr mal in mein Koop-Let's Play rein zu Elden Ring. Da sind alle nützlichen Items, Bosse in den Kapiteln verlinkt. Bis bald, euer SkyMax. Ciao. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Außerdem könnt ihr diesem Video einfach eine positive Bewertung da lassen.